Ich meine, wir können ja auch sonst mal irgendwie 1000 Kilometer Richtung nächste. Versuch macht klug, oder wie war das? Warte, ich setze mal gerade erst ein Bier. Vielleicht meldet sich ja jemand. Create Beacon. Personal Transport to. Da sind aber nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Ach, doch. Wieso hat das denn nicht Lorville? Es hat nicht Lorville. Die wollen, dass wir nicht zurückkommen. Wir sind jetzt bei Hahn. Glaube ich, ne? Enter Value. Ich gebe mal 1000 ein, ist mir scheißegal. Hat das ein Beacon gespawnt? Ja. Ich kann ja mal annehmen. Ha, ha, ha. Ah, das bringt ja nichts. Ich Service weiß. Beacon. Ja, ich sehe den Beacon nicht. Also ich hatte einen Ah, doch, Recast. da ist es. Traxton is crying transport from Magda. To stand up. Upon the service, you will receive 1000 USC. Los geht's. Ja, bin ja mal gespannt. Lauter Premieren hier heute. USC ist nicht, finde ich, nicht wenig. Nee. So aktuell kann das für den einen oder anderen die Rettung sein. Ja, die Rettung ist gut gesagt. Ja, komm, bevor wir hier doof rumstehen. Ich habe keinen Bock auf Suizid. Nein. Mal gucken, ob man vom Rover aus sehen kann, wo der nächste Ort ist. Machst du die Tür hinter dir zu? Geht's, sonst muss ich das wahrscheinlich von hier machen. Nee, ist. Robert Space Industries. Oh. Enjoy the ride. System check. Das höre ich sogar. So. Und auf Magda. Ja. Ne, zeigt mir keine Orte an. Nicht mal da, wo wir sind. Ja, das macht das Orientieren aber nicht gerade leicht. Da sagst du was. Zur Hilfe. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe da auch ein bisschen was. Global Chat. Ne, die Kleinen sind alle Einsitzer, ne?
Sicher alle anderen beschäftigt. Ja. Na, kommen wir denn in der Mustang zu zweit rein? Na Marco. Sonst muss ich mal so ein kleines Schiff hier ausbuddeln. Bist du eigentlich zusammengeschrieben? Ja, ne? Ja. Muss mal gucken, ich glaube, ich kann jetzt inzwischen auch wieder den Namen ändern. Dann kann ich mal final machen. Schade, die ganzen kleinen Schiffe, die ich habe, sind alles nur Einsitzer. Hast du eine Aurora? Warte mal. Ja. Ich glaube, das geht dann auch zu zweit. Ich habe eine. Glaube ich. Oh, ich meine die von der Gamescom. Vielleicht rettet ihr uns. Ja, guck mal, ob die überhaupt spawnen kannst. Ja. Komischerweise konnte er die Cutlass und die ist ja jetzt auch nicht so groß. Nee. Konnte er nicht spawnen. Ja, gucken wir mal. Ich sehe dich. Schnell weg. So. Was ist denn? Ne, die Arrow, die ist auch nur Crew 1111. Jo. Muster. Hast du nicht eine 300? Gerade, ich habe die 300i, die müsste ich erstmal stored. 315p und Aurora LX. Ja? Also mit der 300i, da kann ich auch mit fliegen, da kann ich halt nur nicht sitzen. Das ist egal. Okay.
Versuchen wir mal die. Stored. Mhm. Claim. Schnell, es wird dunkel. Was ist denn jetzt? Claim. Bitte. Expellet Fee. 1:24. Oh, wird ja schnell dunkel. Ja, kannst du fast zugucken. Ja, kannst du. Der Mond hat eine schnelle Drehung. Ja. Dann 50 Sekunden. Ja, weg. Ich will aus dem Fenster gucken. Ja. Aber wir sind jetzt hier 10 Sekunden Countdown. Yay. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und unfortunately, our automated system is unable to access that ship at this time. We apologize for any inconvenience. Nimmt er nicht? Nimmt er nicht. Or select a different ship. Ja, dann kleinere. Upp, nehmen wir die Aurora. So viel kleiner geht's ja nicht mehr. Ja. Wo habe ich denn hier eine MR? Na super. Ist da nicht verfügbar? Claim. Noch mal schneller hier. 55 Sekunden. Oh, gleich ganz dunkel, da gehe ich nicht mehr raus. Wenn es dunkel ist, gehe ich nicht vor der Tür. Kann ich verstehen. Da habe ich gesehen, steht da so ein komisches Fahrzeug vorne rum. Weiß nicht, was der da macht. Der wartet. Oh Gott. Ja, wenn die auch nicht geht, dann sind wir gestrandet. Richtig. Völlig kacke. Das war aber echt scheiße. 3, 1. Retrieve. Unfortunately, our automated system is unable to access that ja. Ship at this time. Geht auch nicht. We apologize nö. For any inconvenience. Please try again later. Ja, ja, please try again later. Kannst du mich machen. Hier hat sich auch keiner gemeldet. Geil. Oh, das ist ja Bewegung am Himmel. Ja. Können wir doch einen richtigen Außenposten. Dame Angestellte, nicht mehr so alleine hier. Jetzt habe ich mal einen Text geschrieben. Ja, so ein kleiner Abendspaziergang. Irgendwas schwebt hier auch in der Luft rum.
Schon nett beleuchtet. Tja, irgendwie reagiert keiner. Alle doof. Ja, die Optionen sind dann doch sehr eng gestrickt. Was? Ja. Machen können wir ja nicht mehr viel hier. Nee. Das stimmt wohl. Boah, ist das dunkel. Ja. War schön gemacht im Sternenhimmel. Ja, die kann man dann wirklich sehen. Ja. Und wenn man so einen Timelapse macht, dann sieht man auch schön, wie sich das alles bewegt. Ja, da gibt es so Videos von so ein paar welche, die das halt mal gemacht haben. Ja. Die konnten so Timelapse-Videos machen und dann siehst du halt, wie der Sternenhimmel sich bewegt und dann die Sonne auf und wieder untergeht und dann wieder aufgeht und so weiter. Unglaublich. Alles innerhalb von 2 Minuten. Auch mal machen. Ja, keine Ahnung. Bringt jetzt hier nichts weiter, als rumzustehen. Nö, passiert ja nichts. Guck nochmal gerade. Geht mein Licht nicht? Nö. So, ich mach mal Alt Strong rückwärts und gute Nacht. Salt. Oh, sofort aufgestanden. Wow. Na komm, ich mach's anders. Wo ist der Helm? Equipment Manager. Unequip. Ah, ich könnte dich ja abholen von Magda. Könntest du auch. Aber er steht gleich. Glaube ich. Und dann zappelt er komisch mit den Beinen. Ah, was? Er zuckt was ganz ist das komisch. Denn? Spawnt ohne Körper. Was? Ja, ich bin durchsichtig. Du bist auf jeden Fall nicht mehr hier. Ah, jetzt. Dauert aber lange. Ja, nur kann ich. Oh, der Sedor ist 97.000 Kilometer entfernt. Vielleicht müsste er näher sein. Ums. Yep. Oh, weg.
So. Und 45 Meter. Echt? Ja. Schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich kann teleportieren. Ja, habe ich gesehen. Open. Aber ich sehe dich nicht. Hä? Ah, über mir. Ja. Ich habe schon mal den Elevator gerufen. Das dauert ja einen Moment. Ja. Locked. So, oh, ist auch kein Aufzug. Orientierung wie eine Bahnschranke. Da. I can come. How can I for locate you? Learn English, please, before you talk to me. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ich schreibe. Nein, ist ja lieb, dass sich jemand gemeldet hat. Hochgeguckt hier. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt unten. Wie? Ground Floor. Wie bist du denn da hingekommen? Ja, mit dem Aufzug. Sie haben mir vorbeigelaufen? Ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist, ja, 149 Meter über mir. Ja. Warning, you are being filmed. Jetzt bist du weg. Platzt. Was ist das denn? Hä? Du bist ein Punkt auf dem Boden. Wie, was? Kannst du mich sehen? Ich sehe dich. Du bist ein Punkt! Was? Warte mal, bleib mal stehen. Ob das jetzt noch gerade geht. Na, ich schick dir das gerade. Okay. Was denn? Ja, falschen Knopf gedrückt. Ach so. Ja. Ja. Ich setze mir meinen Helm auf. Ja, das hilft bestimmt bei dem Punkt. Ja, vor allem, das ist wirklich so ein Punkt, der auf 1 Meter Höhe ist. So, nicht. Was? All Instances? Ja, klar, habe ich ja gerade angezogen. So. Immer noch ein Punkt. Das glaube ich ja nicht. Ja, leichte Fracht. Ja. So, wie sieht denn die Luft aus? 18 Grad,
60% Luftfeuchtigkeit, 1000 irgendwas Druck. Das ist doch gut. Für die Verhältnisse hier. Ja, komm mit, du außerirdisches Wesen. Machen die hier, weil für komische Vereine. Das war früher mal ein Mensch, heutzutage ist es ein außerirdisches. Ja, ich wurde auf dem Mond infiziert. Was ist denn hier los? Welcome to Metro Center. Transfers to the perimeter, spaceport and industry lines. Oh, 5 Sekunden, das ist gut. Ah, wie bestellt. Komm mit, Pünktchen. Wofür bist du gerade durch die Luft gelaufen? Dafür bist du gar nicht da. Sieht so aus, so ein Punkt, so ein, wie so ein Flummi, der in der Luft schwebt. Müsste man eigentlich so aufpacken können und in die Tasche. War vielleicht doch nicht so gut, den Helm gerade abzunehmen, ja? Weil ich euch da eingeatmet habe. Ja, der Helm hat deinen Körper eingeatmet. Next stop, TISA Spaceport. Yeah. TISA Spaceport. Ja, aber eins haben wir gelernt aus der Geschichte. Nichts anderes spawnen. Ja, es geht definitiv daneben. Ja, dadurch wird man körperlos. Eine schwebende Kugel. Aber ich passe jetzt in jedes Raumschiff. Ich würde mir auch eine Drohne nehmen. Ja. Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Ja, ja. Ja, da muss ich ja wohl besonders aufpassen, dass ich durch einen Spalt reinfalle. Hüpf mal drüber, so. Geschafft, Hey. Please review the latest Hurston laws before entry. Ignorance is not a viable defense, and infractions could result in fines or incarceration. Schwebende Kugel verfolgt mich. Ich kriege dich. Es hat was vom Horrorfilm. Ja, ja. Noch lachst du. Oh, es ruckelt. Beruhig dich. Hangar 7. Hangar 7? Ja. Jetzt sind wir aber komisch hier. Oh, hier so ein Knäuel. Ach, die alle hier. Hinten gucken sich die Wand an. Klettern auf der Bank rum. Es ist schon manchmal verstörend, was die machen. Hier, ich zeige direkt auf den Punkt. Keiner reagiert. Mann, ey. Ist der Punkt reingesprungen? Yep. Ja, oder ist er? Ich habe mich an einer Waffe festgebunden. Also ich sehe mich.
Schön rot. Das ist heftig. Schade, ah! Mann. Was tut er? Schade, dass ich das Mäntelchen nicht tragen kann. Hä? Ho, ho, ho. Ich weiß überhaupt gar nicht, wieso ich die überhaupt hab. Ist es Subscriber? Ja. Kann es sein, dass die... Jetzt für diese Woche. Diesen Monat. Mit diesem Monat da drin ist. War das diese? Nein. Ich hätte ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Der Aufzug hat viel Druck gehabt. Schön in die Knie gegangen. Ah ja. Ja, diesmal hüpfe ich sofort mit rein. Oh! Oh! Was denn? Bin durchgeflutscht. Oh, was ist das denn? Bist du jetzt sehen? Da läufst du. Oh, nee. Hä? Oh, Gott sei Dank. Ich bin irgendwie zwischen den Flügeln hier geschwebt gerade. Oh, cool. Ich kann jetzt mich wieder bewegen. Ich komme jetzt wieder rein. Ja, ich sehe deinen Namen. Boah, echt schlimm. Manchmal hängt man ja fest und dann kommt man gar nicht mehr weg. Ja. CIG. Was habt ihr gemacht? Ah. Und das bei dem Raumschiff. Ja, also mitten drauf stehen bleiben. Top Deck. Beam me up, Scotty. Da kommt er. Ja, das ist schon edle Platzverschwendung hier. Macht einen schönen Eindruck. Das macht es. Warte erstmal ab, bis die Carrick draußen ist. Dann zeige ich dir Platzverschwendung. Die ist ja noch größer wie dieses hier. Ah. So, Flight ready. Ja, voll. Hier los. Ah! So einen dicken Bauch hier oder was? So. Oh, hoffentlich schaffe ich es überhaupt hier raus. Mal sagen, bin mal gespannt, wie der Start jetzt hier klappt. Boah, riesige Schiffe. Das hat nicht viel Luft zu den Seiten. Das Tor muss erstmal ganz auf. Ja. So. Das ist jetzt. Ja, ganz offen. Sieht gut aus. Boah, ganz souverän, ey. Wie gut war das denn, ha? Weil das war ein Bilderbuchstart. Oder? Aber sowas von. Alter. Guck mal, wie er da in seinem Pilotensitz sitzt. Mann. Kann ich noch hoch, hoch? Okay. Komm ich näher ran? Ja. Nein. Okay.
Gott, von der Bettkante kann man ja wirklich rausgucken. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das geht.